So, da bin ich nochmal zurück mit dem Anfang des Levels. So, denn ich möchte jetzt nochmal die Secrets versuchen, alle zu kriegen. Was jetzt eigentlich zu schaffen sein dürfte. Da ich mich jetzt mal ein bisschen mehr umgesehen habe. Und sogar was nachgucken musste, ja. Weil für eine Sache muss man gar ein Rocket Jump machen. Und ja. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. So. Das Ding ging übrigens auf mit dem Dreieck hier. Dann musste man irgendwo rauf jumpen. Ich glaube da auf. Nur das, was ich da glaube ich gesehen hatte, ne? Und ich habe das Motion Blur mal ausgemacht, weil irgendwie war mir das doch zu extrem. So. Ja, das war ein exzellenter Rocket Jump übrigens. Ne? Ah, fuck. Müsste ich ihn nur noch mal hinkriegen, das wäre natürlich richtig cool. Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache, ne? Puh. Ah, ich hab's geschafft. So. Dann haben wir hier nämlich diese komischen Münzen. So. Dann können wir hier wieder runter. Ich versuche das jetzt ein bisschen schneller durchzukriegen. Weil ich eigentlich nur die Secrets zeigen möchte. Hier gibt es auch noch Unverwundbarkeit. Sag ich so leicht und ich bin fast tot, ne? Ja. Jetzt für diesen Zweck natürlich auch auf easy stellen können, das wäre natürlich eine Idee gewesen. Er schießt durch die Tür. Weil, ne, kennt man ja, dass sowas geht. So, hier ist Self, hier so ein Ding. So, da oben ist glaube ich noch einer, ne? Genau, da war noch einer. Lass dich anvisieren. Und hier ist nämlich gleich schon das nächste Secret. So. Oh, da liegt ein Köpfchen. Irgendwo war hier ein Schalter liegen. Ist das dahinter gewesen? Irgendwo war ein Schalter liegen. Genau, und da. So, dann haben wir hier ne, das nächste Secret. Zack. Mehr ist hier nicht. Nee, gut. Was schießt hier schon wieder? Naja, die Typen da hinten. So, dann. Genau, da müssen wir jetzt den Rest. Ach nee, bitte nicht sterben, das wäre jetzt echt scheiße. Da oben ist eine Bulletproof-Armor und die nehmen wir mal noch mit schnell. Dass ich hier noch abkacke. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, hier sterben mal bitte schnell. So. Okay. Hier muss ich euch noch ein bisschen was zeigen. Achso, das war nur der Blitz. Ich dachte schon sonst was. So, ich muss ein Helf. So. So, ja, genau die Dinge. War das jetzt hier noch, ja, drück mal. Genau, wir mussten da irgendwie rauf. Und dann kommt man da auch rüber und da hinten ist was Schönes.
Oder geht das hier? Kann man hier hoch? Guck ich schon nach und hab's trotzdem wieder vergessen. Ah so, genau. Und wie ging's jetzt? Und das war ja schon richtig irgendwo, aber ich kann mir die Vorschnitte einfach so durchkennen, oder? Ach scheiße, nee, das war. Scheiße. Komm. Es ist blöd. Ich muss das mal irgendwie anders machen. Nee, Quatsch. Restart Map vielleicht? Oder komme ich dann? Nee, dann komme ich auch so rein. Ah, ist blöd. Müssen wir eben neu spielen. Ah, was ist denn das? Ich hab doch gesagt Hauptmenü. So. Gut. So. Die und dann nehmen wir, ja genau, easy. Das ist genau richtig. Denn ich will ja nur die Secrets eben kurz holen. So. Perfekt. So. Zack. So, small secret haben wir drin. Ja, die Knarre hole ich mir aber trotzdem eben. So, da ist ein Dreieck. Übrigens, dann kann man das auslösen und macht es einfacher. Nur um das auch mal geklärt zu haben. Wo war der Ausgang? Hier oben. So, zack. So. Ja, ja, bist du hier. Und ich mal nur Monsters einstellen, das wäre ganz cool, wenn das wenigstens ginge. So, und zack. So, da oben die Rüstung hier holen. Los, lass mich jetzt Rüstung jetzt da holen. So. Zack. So. Welcher ist es jetzt so? Du bist das noch? So. Wer hat dir noch gestört? Und Easy gezuckelt schon einfach, das freut mich. Ach ja, du da oben, genau. Hoppala. Du hast einen guten Abgang gemacht auf jeden Fall. So, dann das Ding drücken. Was brauche ich ja nicht nochmal zeigen. Ups. Das war eine Totalzerfetzung, was wir letztes Mal noch nicht gesehen hatten. So, gut, ich kann nicht speichern, weil ich will ja nicht meinen Safe-Fortschritt loswerden. Oh, ich habe einen Stein weggeschossen. So, zack. Ja, es geht schon entspannt damit. Ach ja, hier, da ging es auch rein, genau. Ach komm, anders muss ich da hin. So, was war denn hier noch? Genau. Das war das ein ausstehendes Secret noch. Genau, und da. Und ich glaube, dann hatte ich auch alle. So. Ja, hier ist nichts mehr. Gut. Müssen wir gleich mal durchzählen, was da noch fehlt. Aber ich glaube, das ist dann alles. So. So, dann drücken wir hier nochmal. Und so, dann darüber. Lass einfach mal versuchen, vielleicht können wir. Ah, wir können doch so durch, na denn. Ich war da nicht so sicher. Okay. So, durch jetzt hier. Boah, wäre es nicht easy, wäre ich wieder verreckt. Egal. Aber das ist halt der Trick. Und da haben wir ja Unverwundbarkeit und das ist sau cool. So, dann können wir jetzt hier sowas machen. Ja, die. Die Unverwundbarkeitshand und die ist doch wirklich mal cool.
So ein Quartier durch. Ja. Den Weg kannte ich auch noch nicht. Cool. Ja, die Unverwundbarkeitsstand, die war auch beim Original so genial. Muss man natürlich noch den Typen da oben treffen. Ach, dann schießen wir halt so ab, aber ich glaube, das haben wir jetzt doch alle. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. So, wir gehen jetzt mal in die Ecke und schämen uns. Und dann überlegen wir mal, ob wir alle Secrets haben. So, wir haben das mit dem Rocket Jump war Nummer 8. Das Secret der Hand war Nummer 9. Dann das Runterkriechen war Nummer 10. Und Nummer 11 war das, wo wir da rechts drin waren. Ja, dann haben wir alle. Okay, dann kann ich das Level beenden und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass der F9 mich jetzt in das andere Level hinbringt. Ja. Sehr gut, das wollte ich nur wissen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann geht es das nächste Mal mit dem Secret Level weiter. Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen, bye bye.